Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 2 Let's Play im Desideratertal. Wir sind hier wieder bei Natascha Unger und sie schreibt jetzt erstmal eine E-Mail an Marcel Joschka, weil der ist, warte mal, wir werden ja gleich ein paar E-Mails schreiben, damit die Freundschaft auch hält. Weil der scheint doch ein bisschen zu ihr zu passen und jetzt probiere ich einfach, dass sie mit ihm in Kontakt tritt und ihn besser kennenlernt und. Das ist jetzt mal so mein Plan. Hat sie eigentlich schon einen Stammbaum? Ja. Hat sie. Alexander Unger und Katharina Unger. Kohlhase. Wow. Kennen wir jemanden, der Kohlhase heißt? Lauscher, Joschke, Glocke. Nee. Okay, so, E-Mail schreiben. Dann, warte mal, du möchtest einen Kochenfähigkeitenpunkt erlangen. Haben wir hier noch Essensvorräte? Nein, anscheinend nicht. Das heißt, wir frühstücken mal einen Hawaii-Toast. Weil was anderes will sie ja sowieso nicht essen und ja, dementsprechend machen wir das mal so. Nachdem wir die ganzen E-Mails geschrieben haben, wir werden jetzt auch gleich noch an ein paar andere Leute schicken. Hammer. An ihn werden wir das auch schicken. Die Bild wird nicht geliefert, weil du noch zu viele Zeitungen hast. Wie viele haben wir denn? Ich sehe da gerade mal zwei. Haben wir einen im Inventar? Nein. Im Inventar haben wir keine. Haben wir sonst noch irgendwo einer? Nee, nicht so wirklich, gell? So, und Hanna Glocke, genau, das schreiben wir auch noch. Und den letzten mache ich weg. Dann können wir hier beschneiden und angeln und... Naja, viel haben wir da eigentlich nicht zu machen, gell? Ja. Okay, so, mach mal eins nach dem anderen. Das können wir dann mal verkaufen. Wir müssen dann mal gucken. Genau, bei dir könnte ich dann eigentlich mal gucken, ob ich es bei dir schaffe, dass du in dem Paranoia-Ding kommst. Paranoia, sage ich, paranoid. Paranormale den Job bekommst. Damit ich das mal gleich abgehakt habe und ja. So, wir essen mal, genau. Essen. Und dann Buch lesen, lernen, kochen. Tschüpp. Jawohl. Genau. Aufräumen, sauber leckern. So, jetzt bin ich mal gespannt. Gamer. Nein. Nein, auch kein Faulenzer. Wissenschaft wollen wir auch nicht. Gastronomie wollen wir auch nicht. Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch eins über. Und das ist Trommelwirbel, Sportler. Nein, wollen wir auch nicht. Passt. Gut, dann lassen wir das. Dann räumst du das vorher noch weg und dann lernst du ein bisschen kochen. Keine Ahnung, was wir dann noch machen. Grillkäse servieren. Ach du Scheiße. Also du willst echt alles mit Grillkäse zu tun haben, oder? Ausschließlich Grillkäse. Grillkäse over Grillkäse. Ah, okay, da haben wir drei. Okay. So, dann recyceln wir das mal alles, wenn wir das haben. Paul Heinzelmann, Post holen. Dann könnten wir ein bisschen telefonieren. Genau. Mal gucken, ob das so funktioniert. So, einen Kochpunkt haben wir bekommen. Wir wollen einen weiteren Fähigkeitenpunkt im Kochen erreichen, aber das machen wir dann so nach und nach, so Stückchen für Stückchen. Weil jetzt wollen wir erstmal die Sachen machen. Hier die Sachen wegräumen zum Beispiel, genau. Deine Post holen, bezahlen. So, wir wollen mit Marcel reden und plaudern. Ja, genau. Damit das Ganze hier ein bisschen nach oben geht,
Nö, 10 Punkte haben wir ja schon mal. Plaudern. Jawohl, 20 Punkte, sehr schön. So, dann haben wir hier das jetzt mal gemacht. Alles Mögliche. Bist du deppert? Lampe reiben, Lampe verkaufen. Was machen wir denn jetzt am besten? Wir werden jetzt hier einen Topflappen fertigen, dann werden wir hier einen Teeservice fertigen, dann werden wir hier was Spielleben malen und dann werden wir hier noch ein bisschen kochen lernen. Ah nee, warte mal. Wenn wir das alles gemacht haben, dann könnten wir eigentlich Marcel fragen, ob er nicht zu uns nach Hause kommen möchte. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass hier das Spiel nicht gar ein bisschen überfordert ist. Oh, es klingelt, es klingelt. Es klingelt. Einen Topflappen. Abheben. Ah, nee, warte mal, wegwerfen, weiter fertigen. Hey, Natascha, magst du mich nicht mehr? Ich habe noch eine Ewigkeit nichts mehr von dir gehört. Wer bist du denn? Wanda Cameron. Okay. Du schaust eher aus wie eine Wanda. Aber irgendwie schaut das cool aus. Das Outfit. Wer bist du denn? Benny. Oh, nein, wir haben eine Luna kennengelernt. Okay. Ja gut, dann werden wir jetzt vorher nochmal Sims anrufen. Und mit denen ein bisschen telefonieren, damit wir ja die Freundschaft nicht verlieren, gell? So. Who are you? Svenja Schein. So, mit dir wollen wir plaudern. Den werden wir gleich verkaufen. Für 50 Simoleons. So, dann werden wir mit dir plaudern. Dann werden wir mit dir plaudern. Edeltraut Lux. Also wer da alles vorbeikommt, so, dich werden wir jetzt einladen. Ich hoffe, du kommst auch. Nun ja, ich backe gerade einen Kuchen. Ich kann leider nicht hier weg. Okay, dann werden wir noch ein bisschen mit dir telefonieren. Was anderes bleibt uns ja dann nicht übrig. Und zwar nur plaudern. Schau, wir werden das Ganze so machen, dass wir mit dir einfach ein bisschen plaudern. Wo bist du denn jetzt? 18,3. Ja, das passt dann schon so, gell? So, dann wollen wir aber auch ein bisschen Spaß haben. Ich hoffe, das wird mit Malen ein bisschen hinhauen. Rufe ich da jetzt den richtigen an? Ja. Marcel Joschke. So, das schaut ja mit dem Marcel schon mal gar nicht mal so schlecht aus, oder? Ja, hier 50%. Die andere Leiste fehlt dann halt noch ein bisschen. Mit der müsste man eigentlich ein bisschen weiterkommen. Spaß! Ja, das ist toll. Es bringt was. So, warte mal, Mädel. Abendessen. Hawaii Toast. Säubern. Säubern. Alter Falter. Oh. Nee, 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 nee. Warte mal. Iss mal bitte. Ah, iss bitte. Alter. Essen! Nicht einschlafen, essen. Komm schon. Ich bin schon bereit, dass ich es wegklicken kann. Ja. Komm schon, du hast gleich fertig gegessen. Gleich hast du fertig gegessen. Gleich hast du fertig gegessen. Komm schon, Mädel, genau. Das ist ja wenigstens etwas. Alter Falter, also das ist ganz schön anstrengend mit der Dame. Oh nee, jetzt ist es schon wieder kaputt.
Gar so talentiert ist sie nicht, glaube ich. So, du wirst jetzt gleich nochmal aufstehen, das reinigen, das hier aufräumen. Dann wirst du E-Mails schicken, E-Mails abrufen. Dann nochmal E-Mail schicken. Dann wirst du nochmal nach einem Job suchen. Und dann wirst du nochmal mit Dingens telefonieren. So hätte ich das Ganze jetzt geplant eigentlich. Aufwischen. Aha, also zurückgeschrieben haben anscheinend alle. Sehr schön. So, wie schauen wir hier aus? 6. Es wäre halt cool, wenn er irgendwie mal vorbeikommen würde und so. Oh Gott, wir müssen heute Journalismus. Wir müssen heute auf alle Fälle den Garten machen. Eieieiei. Abenteuer. Verdammt. Ja, gell. So war das jetzt nicht geplant, aber was soll's. So, oh, wir haben einen neuen Freund bekommen. Sehr schön. So, Unkraut jäten, dann haben wir hier hinten noch beschneiden. Ah, okay, das macht sie alles. Das macht sie alles. Sehr schön. Wunderbar. So, Hygiene. Dann machst du hier ein kleines Nickerchen. Voll rumsitzen, Nickerchen machen. Und dann gehst du nochmal Job suchen. Weil das hatte ich unabsichtlich abgebrochen. Madame, Madame, das war so eigentlich nicht geplant, gell? Muss ich den eigentlich auch beschneiden? Irgendwann mal, gell? Genau, machen wir ein kleines Nickerchen. Ufer, bist du? Theodor Wagner. Den brauchen wir jetzt nicht. So, ich hab schon länger nichts mehr von dir gehört. Alles okay bei dir? Alter, wir haben doch heute erst telefoniert. Was ist mit dir? Aber er macht sich Sorgen. Wer bist du? Rolfi Jung. So, Journalismus? Nein. Abenteuer? Auch nicht. Tanz auch nicht. Das machen wir irgendwann später. Aber nicht jetzt. Unterhaltung? Nein. Wirtschaft. So ein Mist. Okay. So, anrufen. Mal gucken, ob er jetzt dafür ist, dass er herkommt. Kirschfink, Sarah Kirschfink, okay. So, du bist ja jetzt ein Freund von mir. Ich möchte dich gerne einladen. Was hältst du davon? Wie nett, dass du mich einlädst. Ich spreche mich noch ein wenig auf. Dann komme ich vorbei. Wunderbar, wunderbar. Das ist super. Das ist ausgezeichnet. So, wir machen jetzt hier noch ein bisschen was für unseren Spaß. Ah, was bist denn du für Sau? So, Marcel begrüßen. Marcel. Lernen wir dich jetzt besser kennen oder nicht? Oh, ist das süß. Und es wird gleich über Kinder gesprochen. Sehr schön. Wertschätzen. Und Frauen. Oh, okay. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Fragen. Sternzeichen. Fragen.
Was sind deine Fähigkeiten? Hoppala. Oh. Ah, noch Interessen. Okay, warte mal, das lassen wir mal. Es tut mir so leid. Was verdienst du? Ich kann auch gar nichts besonders gut. Okay. Was ist dein Job? Nach Antörnern, nach Abtörnern. Nach Date. Gefällt dir, was du siehst? Mal gucken. Nach Wünschen, nach Ängsten. Also das Telefon ist mir jetzt mal egal, gell? Umschaltung. Anruf, Filter und Telefon ausschalten. Nee, das lassen wir mal. So, ich bin schnell im Business-Manager. Level 3. Okay. Das ist ja interessant. Wertschätzen. Mal gucken, ob das da funktioniert. Oh, das ist sogar gestiegen. Mein Wunsch, Violetta, ist ein Überflieger. Wieso? Hast du ein Kind? Oh. Scheiße. Ich glaube, der ist... Oh nein, der ist doch in... Oh, ups. Nein, das will ich eigentlich nicht, dass das... Warte mal, abheben. Das Telefon läutet gerade. Ach, Tom hat über Kinder gesprochen, weil er schon eins hat. Was will die Alte ständig von mir? Okay, warte mal, er ist ja eigentlich Joschka. Er hat ja schon ein Kind. Joschke. Wir können nachher dann mal gucken, wo er wohnt. Alter Falter. An das habe ich gar nicht gedacht. Ups. ja, das wollte ich natürlich nicht, ja. Okay, aber wir haben jetzt einen weiteren Freund. Das ist ja immerhin auch schon einiges wert. Spaß, Hunger, Harnfang. Warte mal, du gehst zuerst hier hin. Dann wirst du das Abendessen machen. Und dann gehst du schlafen. Eieieiei. Also das ist so richtig blöd. Okay, bitte geh nach Hause. Ja, es ist schon spät, passt. Aber finde ich super, dass du mein Fernseher einfach eingeschalten lässt. Soll. Damit ja die Rechnungen hochgehen, gell? So. Abspülen, säubern, Getränk holen. Da habe ich nichts zum Säubern. Den können wir dann ausschalten. Und dann möchte ich erstmal hier weitermalen. So. Ja, gut. Also mit ihm funktioniert das nicht so wirklich. Weil eine Familie möchte ich eigentlich nicht zerstören. Das heißt, ich werde mich hier, was ist ich, Bill Lauscher zum Beispiel, dann werde ich mich halt an ihn ranmachen oder Norbert Göttgens. Mal gucken. Mehr kenne ich noch nicht. Das heißt, ich muss demnächst auch mal die Leute hier ansprechen, die hier rumeiern. Beziehungsweise werde ich dann auch mal hier Geschäfte, Immobilien, Urlaub, Stummschaltung, Service. Mal gucken. Toll, du stehst erstmal auf und lässt erstmal einfahren. Das ist super. So, Bett machen. Dann möchtest du töpfern. Ein Teller. Ja gut, mach mal die ganzen Sachen. So, hat einen Sauberkeitspunkt, Fähigkeitenpunkt erlangt. Sehr schön. Genau, das wird sauber gemacht. Da wird weitergemalt. Das ist fertig, ist das Bild. Genau, du holst dann die Zeitung oder du bringst die Zeitung. 482. So, genau. Wir können auch einfach ein Kind adoptieren, wenn ich hier haben möchte, dass diese Familie weiter lebt, sozusagen. Das werden wir dann nochmal machen, wenn wir keinen Kerl finden. Und eigentlich möchte ich ziemlich bald mal schauen, dass sie hier ein Kind in auch
also dass ein Kind hier mitlebt. Weil, ja, sie werden immer älter und 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 älter. So, Job suchen. Gut. Ja, dann werde ich jetzt erstmal hier einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und bis dahin sage ich erstmal, ciao, ciao.